Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Können Sie uns ganz gut verstehen? Können Sie mich gerade ganz gut verstehen, auch in den hinteren Rängen? Geben Sie ein Zeichen. Wunderbar. Ja. Sehr gut. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute Boris Buden zu meiner Linken und Thomas Oberenger zu meiner Rechten hier in Dresden begrüßen können. Das war gar nicht so einfach. Beide haben natürlich einen vollen Terminkalender. Und das offizielle Begleitprogramm zu unserer Bestandspräsentation Malerei und Skulptur aus der DDR, aus unserem Bestand, also zwischen 1949 und 90 in Ostdeutschland entstanden, wird ja erst ab 15. Juni zu sehen sein. Und es war uns wichtig, Sie wissen es, dass wir im Rahmen des Bilderstreits bereits im November eingeladen hatten zu einer langen Tafel. Die Idee dazu, zu dieser langen Tafel, die kam übrigens schon von Thomas Oberenger, denn wir hatten nach einem Format gesucht, wie man am besten mit den Menschen wirklich auch ins Gespräch kommen kann, und hatten dann Gäste, sehr viele Gäste aus Politik, aus Kultur eingeladen und dann aber die Menschen, die Gäste gebeten, ihre Fragen an das Publikum zu richten und diese Fragen dann zu diskutieren. Und natürlich war es so, dass wir damals im November viele Themen nur kurz antippen konnten. Es hat sich für uns geeignet, einfach mal zu schauen, welche Themen sind am dringlichsten zu besprechen. Und da ging es natürlich ganz stark um inhaltliche Fragen, um die Präsenz von der Kunst aus der DDR in den Museen, auch hier im Albertinum natürlich. Und gleichzeitig hat sich aber gezeigt, dass es ganz, ganz andere Themen noch gab, die eruptiv Ausdruck oder herausbrachen im Rahmen dieser Diskussion. Und irgendwie hat uns das auch stolz gemacht, dass hier in Dresden die Menschen sich so stark für die musealen Inhalte interessieren, dass wir eben nicht Mausoleum sind, sondern ein lebendiger Ort des Austausches sein können und dass wir auch die Verantwortung haben, hier die Dinge auch einfach mal auf den Tisch zu bringen. Denn das habe ich gelernt in den vergangenen Jahren, aber auch in den vergangenen Monaten. Es ist vieles falsch gelaufen nach der Wende. Es gibt nach wie vor große Missverständnisse zwischen Ost und West. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Moment als Chance nutzen. Und dann kann diese kleine Krise vielleicht hier in unserer Nische Museum doch zur Katharsis werden. Und vielleicht können wir gemeinsam neu anfangen. Wir befinden uns hier nicht von ungefähr ausschließlich auf unserer neu erworbenen Arbeit Demos. Also Sie sitzen auf der Kunst. Das war ein Projekt, das der Künstler Andreas Angelidakis für die Documenta im letzten Jahr geschaffen hat. Und sie war die Basis für das Diskussionsformat dort. Und Titel ist, und es wird heute, glaube ich, viel um Demokratie auch gehen, ist Demos. Und Demos ist eigentlich der griechische Begriff für Volk, aber eben nicht als ethnisches Volk, sondern als Volk einer politischen Einheit. Und diese Arbeit kam aus Athen im Februar zu uns. Und es sind natürlich Ruinen, Ruinen der Moderne, aber auch vielleicht Ruinen der Demokratie, die uns aus der Wiege der Demokratie aus Athen erreichen. Und ja, Andreas Angelidakis sagte immer, das Wichtige ist, man muss Demos immer wieder, auch wenn man diese Arbeit zu einer Konstellation geschaffen hat, zu einem Forum, denn es ging ihm ganz stark darum, dass jedes Modul zugleich Podest sein kann, auf dem man stehen kann, von dem aus man sprechen kann und gehört wird, gleichzeitig aber auch dem Zuhören dient und also so eine Form von hierarchiefreiem miteinander sprechen auch ermöglichen kann, dafür eben Forum sein möchte. Und orientiert hat er sich natürlich an der frühen Demokratie. Auch dort fand in Griechenland Demokratiegespräche eben auf Treppen statt. Und daran erinnert diese Arbeit. Muss ich kurz mal. Ja, mein allerherzlichster Dank, das schon mal vorweg gilt, unserer wissenschaftlichen Volontärin Constanze Fritsch. Ist sie hier vorne in der ersten Reihe,
die sich dieser Sache angenommen hat, der Fortsetzung des Bilderstreits mit Blickkontakt. Wir müssen reden. Wir müssen reden war damals ein spontaner Titel, weil das, ja, ich fühlte mich ein wenig wie in einer Beziehungskrise. Oder es war eine Beziehungskrise zwischen Ost und West und da gab es eben ganz dringenden Gesprächsbedarf und da durfte nicht lange warten. Constanze Fritsch hat sich das Thema angenommen, hat inhaltlich, organisatorisch alles von A bis Z organisiert und es besteht zum einen aus einer wissenschaftlichen, internationalen Vortragsreihe, daneben eben eine Gesprächsreihe im Sinne der Tafelrunde, wo wir wirklich auch miteinander sprechen möchten und auch aus Gesprächen mit Künstlern, die in der DDR gewirkt haben. Mein Dank gilt des Weiteren auch der Stadt Dresden, die uns unterstützt hat bei dieser Veranstaltungsreihe im Rahmen der Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Ja. Auftakt bildet nun das Gespräch zwischen Thomas Oberender und Boris Buden. Und einen schöneren Auftakt hätte ich mir nicht vorstellen können. Denn ich muss gestehen, mir haben beide Texte, natürlich der Beitrag Die Mauer ist nicht gefallen von Thomas Oberender, aber auch von Boris Buden zu des Übergangs vom Ende des Postkommunismus, an vielen Stellen auch die Augen geöffnet und nochmal neue Perspektiven erlaubt. Beide argumentieren darin gegen eine Entmündigung der Ostdeutschen, die hier in der friedlichen Revolution bereits ihr Demokratieverständnis bewiesen haben. Ich möchte die beiden kurz vorstellen. Boris Buden ist geboren 1958 in Kroatien, aus Jugoslawien. Er ist Autor und Kulturkritiker mit Sitz in Berlin. Er studierte in Zagreb Philosophie und promovierte in Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 1984 arbeitet er als freier Journalist, Übersetzer und Publizist. 1990 zog Buden nach Wien und nahm die österreichische Staatsbürgerschaft an. Seit 2003 lebt er, wie gesagt, in Berlin. In den 90er Jahren arbeitete Buden als Kolumnist und Redakteur beim unabhängigen Magazin Azim in Zagreb. Und gegenwärtig veröffentlicht er viel, ist viel in Vorträgen zu hören im Bereich der Philosophie, Kulturwissenschaften, Gesellschaftskritik und Gegenwartskunst. Er nahm an der Documenta 11 in New Delhi und in Kassel teil, zum Beispiel an der Plattform 2 Truth and Reconciliation. Buden ist des Weiteren Mitarbeiter des Europäischen Instituts für progressive Kulturpolitik in Wien und Mitglied der 2016 gegründeten Bewegung Demokratie in Europa 2025. Der Autor und Dramaturg Thomas Oberender, geboren 1966 in Jena, ist, das ist Ihnen bekannt, seit 2012 Intendant der Berliner Festspiele. Dr. Thomas Oberender studierte Theaterwissenschaften und szenisches Schreiben an der Humboldt-Universität in Berlin. Im Anschluss war er freiberuflich tätig als Dramatiker, Kritiker, Essayist und Publizist. Er ist Mitbegründer der Autorentheatervereinigung Theater Neuen Typs, TNT, in Berlin und beendete 1999 seine Promotion über Bodo Strauß. Danach war er leitender Dramaturg am Schauspielhaus Bochum, entwickelte das Literaturfestival Wiedererrichtung des Himmels für die Ruhrtriennale 2004, gefolgt von dem Literaturfestival Schule der Romantik. Er war Co-Direktor am Schauspielhaus Zürich bis 2005, 2006, danach Schauspieldirektor der Salzburger Festspiele bis 2011. Er entwickelte die Reihe Die Erfindung der Freiheit für die Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und ist, wie gesagt, seit 2012 Intendant der Berliner Festspiele. In Kontakt zu Thomas Oberender kamen wir über unsere Generaldirektorin Marion Ackermann, die heute auch bei uns ist. Und in der Folge hat Thomas Oberender uns auch, wie gesagt, bei den Vorbereitungen zu dieser ersten Tafelrunde zur Seite gestanden. Ja, ich möchte in die Runde eröffnen. Und was mich besonders interessiert hat, ich fange jetzt, oder vielleicht sprechen wir über beide Texte.
war, dass sie sich relativ einig sind, dass die Ereignisse der Wende 89-90 eigentlich nicht von den Akteuren selbst beschrieben wurden, sondern immer von außen, also aus dem Westen, von den Zuschauern. Und dass damit eben auch eine westliche Deutungshoheit eigentlich über diese Ereignisse besteht. Könnten Sie das näher erläutern? Danke, Schwester. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, gleich zu dieser Frage. Ja, natürlich, die Geschichte schreiben die Sieger. Und das Problem ist, und das ist, das soll man ganz offen sagen, und ich glaube, dass in Verstehen, was passiert ist, 89, 90, schon ein Problem liegt, nämlich, Sie wissen schon, der Ostblock ist auseinandergefallen. Das sozialistische, real sozialistische System ist auseinandergefallen. Und in dem Moment, und das ist besonders wichtig hier, ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien, wir haben davor ein bisschen darüber gesprochen. Im ehemaligen Jugoslawien gab es nicht diese reine demokratische Wille, der sich dann artikuliert hat und in einen Protest übergegangen ist. Und natürlich die Wende hervorgerufen, realisiert hat. Es gab kein Moment der Freiheit, sondern ein System, das eigentlich kein realsozialistischer war, sozialistisches war, ist untergegangen, wurde gleich durch ein System der Kontrarevolution ersetzt. Wie das sagen. Und Sie wissen schon, ich kann sich erinnern, der Jugoslawische Krieg. Die Katastrophe. 90 beginnt. Das ist meine Geschichtsschreibung. Und oder die Beschreibung meiner historischen Erfahrung. 1990 beginnt die Katastrophe und die dauert bis heute. Einige nennen das Demokratie, andere nennen das Westernisierung, Demokratisierung, Europa, sie nennen es auch Europa. Ich sehe kaum was davon. Oder besser zu sagen, alle diese Elemente produzieren negative Effekte, auch Demokratie. Hier, und das habe ich schon damals gemerkt, und aus dem ehemaligen Jugoslawien habe ich in diesen Massen in Berlin ein Versprechen, nicht nur für die Menschen in der DDR, nicht nur für Europa, sondern wirklich, sage ich ganz offen, für die ganze Welt. Ich dachte, da kommt jetzt eine Freiheit raus. Komplett unerwartet. Man muss sich bloß erinnern, Sie wissen schon, der Begriff Postkommunismus, der wurde vom Zbigniew Brzezinski, vom amerikanischen Chefideologen des Antikommunismus geprägt. Und zwar 89, und früher 89. Und der Postkommunismus bedeutete für ihn, ein Modus, in dem die realsozialistischen Gesellschaften im Osten eine Form des Überlebens gefunden haben. Ja, also, der Parade-Antikommunist und der führende Ideologe amerikanische hat erwartet, im Frühjahr 89, dass der Kommunismus überlebt. Und dann, vollkommen unerwartet, kommen diese Menschen, ich würde sagen, ja, überall, aber das war die Szene in Berlin, der Fall von Mauer. Und ich würde sagen, wir damals und alle haben geschaut nach Berlin und waren eigentlich, haben das erlebt als neugeborene Freiheit. Freiheit, die nicht jetzt begrenzt wird durch das, was schon existiert. Und in dem Moment, das ist für mich, deshalb sage ich, mir scheint es, dass hier in der DDR in dem Moment
mehr Freiheit geboren wurde als der damals real existierende System der kapitalistischen Demokratie runterschlucken und verdauen konnte. Das heißt, es war zu viel an Offenheit. Zu stark war diese Wille. Und ich glaube, diese Geschichtsschreibung, also dass der Westen bloß der Sieger war, das sagt mir, dass der Westen eine Art blinder und stummer Partner dessen, was im Osten passiert war. Das heißt, dass diesen Ruf nach Freiheit aus dem Osten, das wurde nicht gehört. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Es gab zwei Militärbürger damals. Der eine, der Tuta. Natürlich, die Frage war, warum sollte der andere überleben? Warum hat man einen anderen noch, den anderen danach gebraucht? Diese Frage wurde nie beantwortet, beziehungsweise das System überlebt. Und bis heute, wir sehen, jetzt, wenn die Militarisierung wieder da ist, die Kriege geführt werden, wieder die Spaltung zwischen den Weltmächten, wenn wir und unsere Kinder uns wieder vor einen Krieg fürchten müssen, genau heute möchte ich erinnern an das, was versäumt wurde in dem Moment. Und deshalb, ich schreibe auch im Buch, die demokratische Revolution, sagt man. Und man kann auch sagen, eine ausgebliebene Revolution seitens des Westens. Die Revolution, die nicht passiert ist, hätte aber passieren sollen, war die Revolution im Westen. Das heißt, die Antwort auf diese Herausforderung. Das war eine kurze. Sie beschreiben das ja in dem Buch sehr schön, dass im Grunde auch zwei ganz unterschiedliche Demokratievorstellungen aufeinander trafen. Auf der einen Seite ein sehr idealistischer im Osten, den der Westen sehr schnell als naiv, romantisch interpretiert hat, und auf der anderen Seite ein Demokratiebegriff im Westen, der sehr abgeklärt war, der sich abgefunden hat mit den Schwächen der Demokratie, für den auch klar war, Demokratie geht nur mit Kapitalismus, sowas wie ein dritter Weg oder sozialistische Demokratie ist gar nicht denkbar. Ja, vielleicht Herr Oberender nochmal zu diesem Thema. Also ich will mal vorausschicken, dass Boris Buchner für mich ein ganz wichtiger Autor geworden ist. Die Vorgeschichte ist, dass ich erlebt habe, einen Empfang im Kanzleramt, wo die Frauenthematik der Anlass war, zu demonstrieren, wie sehr die Bundesregierung bemüht ist, die Quote von Frauen in verantwortlichen Positionen anzuheben. Und es wurden dann besondere Aktivisten eingeladen und belobigt, und es war wirklich ein ganz großer Bahnhof. Und es ist eigentlich niemand auf die Idee gekommen, dass noch nicht mal 30 Jahre vorher es eine Frauenvollbeschäftigung gab, dass es eine Infrastruktur gab, wo man sagt, vom Kindergarten über die Ferienlager, über den Frauenruheraum oder Haushaltstag gab es ein letztlich von der Gesellschaft zur Verfügung gestelltes System, was sozusagen von vielen anderen Fragen jetzt mal abgesehen dazu führte, dass die Frau praktisch sehr viel unabhängiger, emanzipierter als ihr soziales Leben führen konnte. Warten Sie doch mal einen Augenblick. Ich will nur ganz kurz sagen, ich kam dahin, wenn ich gemerkt habe, dass eigentlich 30 Jahre später sich an diese DDR und die Verdienste in dieser Hinsicht niemand erinnert hat. Wenn das alles so toll war und Achse waren so dazu. Ja, und das Interessante war, dass ich irgendwann gemerkt habe, es kommt mir so brutal laut vor, dass ich schon wieder Mitleid mit ihm habe, deshalb habe ich nicht so laut hier reingesprochen. Und dass ich dann gemerkt habe, dass wir diese Geschichte
ich selbst angefangen habe, mit der Sprache der anderen zu sprechen, dass auch ich immer vom Fall der Mauer geredet habe, dass auch ich immer davon geredet habe, wie sehr man sich Mühe gibt, das bestimmte Dinge nachzuholen. Und es gab in Berlin damals in der Zeit einen Kongress, der hieß Former West, wo man das mal genau umgedreht hat am Haus der Kulturen der Welt und hat darüber nachgedacht, dass ja nicht nur der Ostblock untergegangen ist, sondern dass man mit der gleichen Perspektive, wie man auf diese verschwindende Gesellschaft ihre Kunst raubt, ja, ihre Museumsbestände schaut, die verschwinden aus der Wertschätzung, die verschwinden aus der Diskussion, die verschwinden aus der Fürsorge, dass man diese Perspektive mal umdreht und so auf den alten Westen guckt und sagt, was ist eigentlich aus der linken Bewegung im Westen geworden? Da waren Sie ein wichtiger Gast in dieser Konferenz. Und so bin ich auf Ihr Buch gestoßen, das natürlich mit dem Blick, der etwas weiter gerichtet ist und ganz aus Europa und eigentlich eine tiefe Krise der westlichen Welt beschreibt, die ihre Revolution sozusagen verpasst hat in der Verarbeitung oder sagen wir mal in der Abfederung der Erschütterung, die aus Osteuropa kam, sozusagen das, was sie selber als System errichtet hat, vorzuführen, lange beschäftigt war. Und das geht ja auch zu Ende. Wir leben inzwischen tatsächlich in der Welt, die sich nicht mehr so sehr in Ost und West unterscheidet, sondern wo ich sagen würde, dass eine gesamtwestliche Revolution im Gange ist, die die alten Systeme herausfordert, an die Grenzen geführt hat. Das wollte ich nur ganz kurz als Hintergrund sagen. Ich habe angefangen, mir Gedanken über meine Geschichte in der DDR zu machen, fast 30 Jahre nachdem sie vorbei war. Ich wollte damit nichts zu tun haben, ich wollte überhaupt nicht als Ostdeutscher gesehen werden. Ich wollte mich auch gar nicht selber so sehen. Ich habe nur auf einmal gemerkt, dass mir meine Erinnerung, meine Stimme und meine Erfahrung gestohlen wird. Und gerade dieses Moment im Kanzleramt, wo ich dachte, wie kann das sein, dass wir hier in der Hauptstadt Deutschlands diese Geschichte vergessen, das wollte ich nicht hinnehmen. Und das war der Anlass für diesen Essay. Noch zu einem Punkt, ich habe darüber geschrieben, die Metaphorik der Transformationsideologie ist an sich interessant. Ich erinnere mich damals besonders, alles war auf Englisch. Auf einmal hat man erwartet von uns, das war im ehemaligen Jugoslawien, in Sarajevo, der Krieg tobt schon und zerfällt, die Gesellschaft zerfällt und die westlichen Stiftungen kommen und bieten uns Geld an und wollen uns the schools for democracy und for the children of democracy, die Kinderdemokratie, über die ersten Schritte der Demokratie, die Demokratie in Windeln, und das habe ich verstanden als eine Art Entmündigung der Menschen. Und das, was Sie sagen, ja, die Leute haben die Revolution gemacht, haben gute Gründe dafür gehabt. Aber sie sind nicht danach dazu gekommen, über diese Gründe richtig zu reflektieren, diese Gründe in ihre eigene Geschichtsschreibung zu artikulieren, ihre eigene Geschichtsschreibung zu artikulieren, sondern die sogenannte epistemische Hoheit, die das Subjekt der Geschichtsschreibung war auf einmal einer, der diese Erfahrung geteilt hat. Und diese Erfahrung darf es traumatisch sein. Und es auf jeden Fall war es traumatisch. Die Frage ist nur, ob man in der Lage ist, selber kritisch das zu reflektieren und zu rekonstruieren, was diese Menschen zur Revolution bewegt hat. Die Revolution, die, was ich schon gesagt habe, niemand erwartet hat. Immanuel Wallerstein hat analysiert das, was er als Weltsystem beschreibt. Und der lange Untergang der Vereinigten Staaten eigentlich. Und gezeigt, dass auch konkret 1989 die Vereinigten Staaten nicht nur die Revolution und den Zerfall der Sowjetunion erwartet haben, sondern auch nicht gewollt.
sie haben einen Gegner gebraucht. Und für mich ist genau dieses Öffnen, plötzlich das Öffnen der Möglichkeiten, die weit bitte. Wenn Sie mal zu dem Thema sprechen, was uns heute bewegt, weshalb wir hier sind. Das war ein ganz anderes Thema, als was Sie jetzt hier lesen. Wir wissen, haben Sie die Frage einmal im Spaß gelesen? Also das finde ich jetzt als ein bisschen unverschämt, was Sie uns hier anbieten. Das stimmt. Entschuldigen Sie bitte. Wir können ja auch, also will sich ja niemand um das Thema drücken, über den Bilderstreit, der hier in Dresden herrscht, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, es ist, Sie müssen verstehen, dass wir mit einem gewissen Hintergrund eingeladen sind, der ja nicht der hier vor Ort ist, und dass man versucht, ein bisschen aus dieser umwegigen Perspektive sich an der Debatte zu beteiligen. Das braucht dann vielleicht auch so eine gewisse Annäherung, zu sagen, was ich fühle mich sehr eng verbunden mit dieser Diskussion hier in Dresden. Und ich kann ja mal versuchen, ein bisschen mehr auf Ihr Bedürfnis einzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Debatte, wie sie hier geführt wird, durchaus was mit der Bürgerbewegung in der DDR zu tun hat. Also ich sehe das eigentlich als eine Form von Beteiligung einer Stadtbürgerschaft in einem Thema, das sozusagen Kulturpolitik ist, das aber auch Identitätspolitik ist. Ich habe das ganz ähnlich im Moment erlebt in Berlin, die Volksbühnendebatte. Sie haben das vielleicht mitgekriegt, das wichtigste, kann man so sagen, Sprechtheater der letzten 30 Jahre mit Sicherheit, hat einen Leitungswechsel gehabt, der jetzt sich nicht glücklich vollzogen hat, in dessen Zusammenhang aber 40.000 Unterschriften für den Erhalt dieses Theaters gesammelt wurden. Und es ist ein bisschen nicht die Dimension hier von Dresden, die um diese Politik, wie man mit der eigenen Sammlung, mit den eigenen Archiven hier umgeht, diskutiert. Aber es hat einen ähnlichen Charakter. Es ist plötzlich nicht mehr ein Thema von Experten, von Politikern, die ein Mandat haben, sozusagen undiskutiert, intransparent mit diesen Entscheidungen umzugehen, sondern es mischen sich auf einmal eigentlich in einer Tradition wie 89 Menschen ein, die sagen, wir spielen eine Rolle bei diesem Thema, wir wollen gehört werden. Es ist vielleicht nicht konsensual, was da von der einen oder anderen Seite eingebracht wird in die Debatte, aber es ist ein Vorgang, der total wichtig und eigentlich in einer guten Tradition liegt, so empfinde ich das jedenfalls. Aber gibt es denn eigentlich noch so etwas wie einen Kanon, von dem man sagen kann, das wäre der Kanon, der sozusagen für immer zu erinnernden Werke aus der Periode der Kunst, die in der DDR entstanden ist? Haben Sie das Gefühl, dass es sowas gibt? Ja, ich finde es schade, dass wir so aus den Inhalten rauskommen, über die wir eigentlich sprechen wollten. Aber nein, ich glaube nicht, dass ein Kanon noch Bestand hat. Ich glaube im Gegenteil, dass wir Kanon als etwas Temporäres, als etwas Subjektives erkennen müssen und immer wieder hinterfragen müssen. Und zwar von den Anfängen des Museums bis heute. Und ich habe mich sehr schwer getan mit der Präsentation, mit der Bestandspräsentation Kunst in der DDR, die wir planen ab 15. Juni. Genau aus dem Grund, ich habe ja auch immer wieder argumentiert, ich möchte nicht, dass ein Staatslabel Künstler, die völlig unterschiedlich denken und arbeiten, verschubladet. Ich finde das nicht die richtige Herangehensweise an Kunst. Ich habe verstanden, aber das glaube ich ist tatsächlich, deshalb ist die Frage so wichtig, dass ein Grundproblem war, vielleicht auch ein Missverständnis in unserer Kommunikation, dass ich natürlich gar nicht verstehen konnte. Ich habe doch Sonderausstellungen gemacht mit Kunst aus der DDR und das, was die Menschen aber natürlich sehen wollten, waren Arbeiten, die in der Sammlungspräsentation im zweiten Obergeschoss, also nur in diesen vier Räumen, die wir ja eigentlich dafür haben, zu sehen sind.
Und das habe ich sehr spät erst begriffen, dass es tatsächlich darum geht, in den Kanon aufgenommen zu werden. Und nun ist es so, dass ich versuche, trotzdem einen zeitgemäßen Umgang zu finden, auch unseren Bestand zu zeigen, ohne da in einem Raum Künstler zu präsentieren, die miteinander gar nicht viel zu tun haben. Und es gibt auch jetzt schon Proteste von Künstlerseite, mit dem möchte ich aber nicht in einem Raum sein. Wir machen es jetzt doch historischer, wir werden nach Ankaufsjahren geordnet präsentieren. Und da geht es gar nicht darum, die Ankaufspolitik in der DDR zu kritisieren, denn die war äußerst wechselhaft. Da gab es unterschiedliche Direktoren, es gab unterschiedliche politische Ausrichtungen, mal war man offen, mal war man ideologischer. Nein, ich möchte das eigentlich bis heute fortführen und eben auch bis zu meiner Amtszeit ganz deutlich machen, auch meine Kaufentscheidungen sind subjektiv. Ich habe natürlich, wenn ich Kunst in der DDR jetzt angekauft habe, ich meine, Sie müssen verstehen, das ist vielleicht auch eine generationsbedingte Sache. Mir wird ja häufig unterstellt, dass ich den Westen Positionen nicht kannte, wie Tücke oder so, aber die waren ja im Markt präsent. Ich habe als Schülerin in der Realismusgalerie gearbeitet, ich kannte die alle. Aber man muss doch verstehen, dass es viel mehr Freude macht, wenn man hier ankommt, einfach Dinge zu entdecken, die nicht so bekannt sind, die hier die Menschen noch gar nicht kennen, die man im Westen aber auch noch gar nicht so gut kennt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir müssen immer wieder auch über Kunstbegriffe diskutieren. Immer wieder auch die Macht des Museums kritisch hinterfragen. Und deshalb sind wir dann doch wieder beim Thema. Da gab es ein schönes Projekt, das Frau Ackermann mal in Düsseldorf gemacht hat. Wem gehört das Museum eigentlich? Und ich glaube, das ist die Grundfrage. Und dann ist natürlich auch zu überlegen, wie lässt sich auch museale Arbeit weiter demokratisieren. Und ich denke, das ist was wir wirklich heute reflektieren müssen und was wir aber auch im Rückblick auf die Geschichte des Museums tun können. Ja, ich möchte auch was dazu sagen. Ich habe etwas genannt, das Projekt Former West im Haus der Kulturen der Welt, das ich kuratiert habe. Das ist genau der Begriff entsteht als Reaktion eines Kunsthistorikers, Slowenischen, auf die Art und Weise, wie der Westen Kunst im Osten kanonisiert. Es geht um den Kampf um Anerkennung. Die ganze Zeit das Problem ist, ganz bestimmte Formate sind, die die Anerkennung verdienen. Und die sind bestimmt seitens des Westens. Natürlich. Und, oder, wie man es heute sagt, und, ja, ich möchte das auch betonen, ich habe dieses Gefühl, wenn man hier vom Osten und Westen redet, redet vom deutschen Osten und deutschen Westen. Beide Begriffe sind global, haben globale Bedeutung. Und diese globale Bedeutung bestimmt auch den Rhythmus und die Inhalte dieser Diskussion. Es ist kein nur und ausschließlich deutsches Thema. Die Bedingungen der Anerkennung der sogenannten Ostkunst, beziehungsweise selbst der Begriff der Ostkunst, von wem wurde geprägt? Vom Art System, sagt man auf Englisch. Was ist ein Art System? Ein Art System ist weder deutsches Kunstsystem, noch schwedischer, noch tschechischer oder so. Es ist etwas Globales. Es ist vollkommen abstrakt. Es ist irrsinnig beschleunigt. Das müssen wir alle uns bewusst werden. Vor 30 Jahren, in der Zeit, als die DDR untergeht, gibt es 3 Biennale in der Welt. Wissen Sie, wie viele es heute gibt? 170. Sie haben praktisch nonstop, jede paar Tage, eine Biennale in der Welt. Das ist ein Mechanismus, Marktmechanismus. Und es ist vollkommen abstrakt, das ist global. Das schwebt über die Welt. Alle Künstler, Kuratoren, die reisen durch die Welt, aber ist sehr stark verankert in bestimmten Kunstinstitutionen. Basel, Kassel, New York, London, Miami, das sind die, alle im Westen. Und im Grunde genommen, Kunstsystem ist ein westliches System. Das ist das System, das die Bedingungen
und Kriterien der Anerkennung, was Kunst ist, was nicht Kunst ist, bestimmt. Ein Beispiel, wie die ex-jugoslawische Kunst kanonisiert wurde, das alte Zeit des Kommunismus. Auf einmal, ich glaube 10, 15 Jahren, innerhalb von 12 Monaten, drei große Ausstellungen der sogenannten Balkankunst fanden statt in Österreich und in Deutschland. Von Harald Semmer, René Bloch kuratiert. Das heißt, nicht der Kunst des Sozialismus, sondern die Kunst bloß durch den Begriff erfundenen, Begriff des Balkans, kam zur Position anerkannt zu werden, zu anerkennen. Also die Verkennung ist die Hauptbedingung der Anerkennung. Ich muss mich notwendigerweise mit einer nicht ausschließlich deutschen Perspektive hier identifizieren, weil ich glaube, dass das, was in Dresden passiert, das, was in Deutschland passiert, das, was hier dieser total überforderte Begriff des Unterschieds zwischen dem Westen und Osten artikuliert, muss kontextualisiert werden in der globalen Welt. Es geht letztendlich um die Anerkennung seitens der mächtigsten westlichen Kanons. Und das ist ein Kanon der Macht. Das ist ein Kanon der großen Institutionen. Und alles, was hier in der Frage Anerkennung passiert in diesem großen Kontext. Und noch einmal, die Beschleunigung ist unglaublich, des Kunstsystems und des Kunstmarktes. Ich will vielleicht nur zwei kurze Kommentare dazu machen. Es gab eben vor kurzem eine sehr interessante Ausstellung, auch in Berlin am Haus der Kultur in der Welt, Parapolitik, wo man eigentlich gesehen hat, wie der westliche Kanon, der sozusagen die Abstraktion gegen das figürlich, narrativ, realistische Kunsttraditionsmodell stellt, wie das eigentlich ein CIA-Produkt war. Also und zwar wirklich nachgewiesen bis sozusagen in die Literatur. Das sind keine Verschwörungstheorien, das ist aufgearbeitet. Ja. Das ist ja. Das gehört einfach mit rein in die Debatte. Eine zweite sehr wichtige Ausstellung, die gerade in Mailand zu sehen ist, ist der Kunst des Faschismus in Italien gewidmet. Auch eine Ausstellung, die im Grunde mit dem, was man als Kanon, als das Klischee einer bestimmten Kunstströmung zu kennen glaubte, vollkommen neu figuriert. Man merkt, dass es eigentlich einen Übergang gibt von der futuristischen Strömung in etwas, was sozusagen neosachliche Traditionslinien weiter in den Faschismus gezogen hat, was ein ganz anderes Bild auf diese Kunstepoche wirft. Und ich glaube, dass wir uns, was die Kunst der die in der ehemaligen DDR entstanden ist, in einer ähnlichen Entwicklung befinden. Dass wir sozusagen langsam auch innerlich erst entdecken, wie reich diese Epoche war, dass sie sozusagen durchaus nicht zu reduzieren sein sollte auf dieses berühmt gewordene Diktat vom sozialistischen Realismus, der eben figürlich narrativ ist, sondern dass es sehr viel mehr experimentelle Bewegung, sehr viel mehr unorthodoxe Strömung auch innerhalb der Kunstszene der DDR gab, die man überhaupt nicht so wahrgenommen und zugezählt hat, lange Zeit. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung, wo ich sagen würde, das betrifft nicht nur die DDR-Kunst, weil die Kunst in der DDR entstanden ist, sondern eben auch andere Kunstepochen. Es ist ein genauso neuer und anderer Blick auf die Geschichte der Abstraktion, es ist ein solcher Blick auch eben auf die Kunst des Faschismus im Moment, der für große Diskussionen und Entdeckungen sorgt. Und insofern, ich will das nochmal eben so umwegig sagen, ist das, was in Dresden als Gespräch geführt wird, etwas, das super signifikant ist für einen Prozess, wo ich sagen würde, das, was wir als Kanon
gewohnt waren, zu akzeptieren und als Orientierungsmuster wahrzunehmen, das löst sich auf. Das löst sich auch im Theater auf. Die Leute gehen nicht mehr ins Theater, um ihren Don Carlos zu sehen. Oder natürlich auch, ja, aber das ist nicht mehr die treibende Energie. Die Leute sehen im Theater inzwischen Stücke, wie sie sie im Kino sehen. Also sozusagen als eine gewisse originäre Leistung dieses Kunstsystems, das immer wieder Aufführungen hervorbringt, die zum Teil klassische Texte als Referenzen haben, aber viel öfter auch sich ihre Stoffe im Kino suchen, in Romanen suchen. Und was sie machen ist, dass sie eigentlich eine Arena bilden, in der Werte einer Gesellschaft verhandelt werden. Und dieser Prozess ist, glaube ich, das, wo wir einen Übergang haben von einem Kanon der Werke, ja, den wir gewohnt sind, was die großen historischen Muster von Kunstepochen betrifft. Und das bewegt sich rüber zu einem Kanon von Werten, der in der Gesellschaft offen, aggressiv bis zur Unduldsamkeit verhandelt wird am Beispiel von Kunst, und zwar vor allem von Kunst. Das hat sich so politisiert, wie es das in den letzten 30 Jahren noch nie gegeben hat, dass die Themen Identität, Heimat, was wir sind, im kulturellen Feld aus diskutiert werden, und zwar viel stärker als im politischen. Das ist eine für mich total wichtige und interessante Entwicklung. Nur ein Kommentar zu dieser wichtigen Ausstellung der Parapolis in Berlin. Natürlich, es geht keinesfalls um eine Verschwörung. Das ist tatsächlich, also man hat genug Tatsachen, um das rekonstruieren zu können. Einfach, ja, die Politik, nicht nur im Osten, hat ihren Einfluss auf das Kunstschaffen gehabt, sondern auch im Westen. Warum ist das wichtig? Damit wir verstehen, dass das Problem nicht gelöst ist, dass die Kunst, die heute kreiert, produziert, ausgestellt und kanonisiert wird, ist nicht frei von politischen Interessen, Einfluss und so weiter. Das ist was diese Ausstellung offenlegt. Außerdem, es waren ausgerechnet Künstler, die auch die These von Übermacht der CIA und amerikanischen Politik, sie haben das kritisiert. Genau. Im Sinne, ja, CIA hat schon einen Einfluss gehabt, aber hat sich geschleppt. Hinter der Tendenzen, Kunsttendenzen, die sich selbst entwickelt haben. Also nicht so eine bestimmende Rolle hat sie gespielt. Sie wollen? Ja, ich habe eine Frage. Also, ich bin ja hergekommen, mein Name ist Manuel Deckel, ich bin Maler und Grafiker. Ich bin ein eifriger Museumsgänger gewesen, besonders in der Zeit, als Martin Roth hier der Generaldirektor war. Der hat mit seinen Ausstellungen auf die Christenbevölkerung eine große Anziehungskraft gehabt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, alle Vernissagen waren immer richtig toll und das Museum war auch immer. Alles Maler ging ich natürlich auch in die Nachbarstädte. Ich war zum Beispiel sehr angezogen worden von den Ausstellungen, die Frau Mösingen gemacht hat. Die hat also sehr interessante Ausstellungen gemacht. Da bin ich gerne mal nach Chemnitz. Also als ich das letzte Mal hier war, zu dieser großen Runde, wo das gerade anders war, sagte Frau Ackermann oder Sie, also sie war erstaunt, wie groß das Kunstinteresse hier in Dresden ist. Ich bin hier erstaunt, weil ich das gewöhnt bin, dass hier immer sehr viele Leute unterwegs sind. Und das hätte man eigentlich, wenn man jetzt so eine große Verantwortungsposition einnimmt, hätte man das eigentlich auch wissen müssen, was einem hier erwartet, wenn man so eine Leitungstätigkeit im Museum durchführt. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass die Stadt und seine Menschen auch kennen, wenn ich so eine Arbeit mache. Aber egal, das sollte kein Problem sein. Aber es ist meine Momente werden die Ausgabe. Ich gebe Ihnen dann rein. Was warum ich weiß, was ich fragen möchte. Das ist doch unerträglich. Eine Frage. Welches Konzept haben Sie,
damit das wieder vorwärts geht, dass die Menschen wieder fühlen, dass ihre Kunstgalerie, ihre staatliche Kunstsammlung, dass die wieder so eine große Ausstellung Anziehungskraft haben, wie es schon mal war. Welches Konzept, was können Sie mir sagen? Das ist ja nun ein halbes Jahr vergangen, vielleicht ist da schon was passiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich glaube nicht, dass ich darauf antworten möchte. Ich stehe auch noch so ein bisschen unter dem Eindruck jetzt der Ereignisse. Ich möchte wieder zum Thema zurückkommen und vielleicht zum Titel dieser Veranstaltung, den ich jetzt umso aussagekräftiger finde, nämlich Love Will Tear Us Apart. Vielleicht Herr Oberender, wie sind Sie genau zu diesem Titel gekommen und im Anschluss Boris Buden? Also um das nur gleich nochmal zu sagen, ich bin schon dafür, dass wir auch ein Wechselgespräch führen, aber ich finde auch, dass es hier nicht der Abend ist, wo ich mich eingeladen fühle, um zu erleben, wie Ilke Wagner ihre Museumspolitik rechtfertigen muss. Ich finde, wir haben ein anderes Thema. Das Thema jetzt dieser Überschrift ist eigentlich eine Beziehungskrise. Eine Beziehungskrise, die mit einer Euphorie begann, die sozusagen die große Liebe war. Und so habe ich schon das, was 1989 passiert ist, erlebt, dass ich mit einer unglaublichen Gegenliebe auch aufgenommen wurde, auf der anderen Seite der Mauer. Als die aufging, habe ich Neugier erlebt, habe ich Sympathie erlebt, habe ich Anteilnahme erlebt, Hilfsbereitschaft. Ich habe eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Lächeln erlebt. Ich will nicht sagen, dass das lange gedauert hat, ich würde sagen ungefähr bis zur ersten Bundestagswahl. Aber ich habe erlebt, dass das auch hier in der dann noch bestehenden DDR eine Stimmung von Stolz, Aufbruch, Gelöstheit und Zuversicht war. Und dass dieses Zusammenkommen, dass man so eine Freude produziert hat, irgendwie verschwunden ist, das beschäftigt mich tief. Und ich habe das auch letztlich als ein Thema vorgeschlagen, weil das so kompliziert ist, was mit dieser Liebesbeziehung passiert ist. Das ist eine, wo man sagen kann, es sind so viele Lieder über die Trennung geschrieben worden. Ja? Es sind so viele Bücher darüber geschrieben worden. Als wir vereint waren, habe ich das Gefühl, haben wir uns so getrennt erlebt wie noch nie vorher. Das ist ein Paradox. Das kam wieder. Irgendwann hat man gemerkt, wir sind halt nicht Brüder und Schwestern, sondern erstmal Fremde. Das hat ein bisschen gedauert, aber dann war dieses Gefühl viel stärker, als das ein Paar zu sein, eins zu sein. Ja? Da war dieser Willy Brandt-Satz, der war nicht mehr das, was aus dem Herzen sprach. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt fast 30 Jahre vergehen mussten und vielleicht auch wirklich erstmal eine Generation, in man über dieses Getrenntsein, über dieses Auseinanderrutschen von etwas, was man so glücklich zueinander gefunden hatte, sprechen kann. Das drückt sich für mich in diesem Lied aus. Ja? Das drückt sich mit einer großen Sensibilität und Ratlosigkeit in dem Lied aus und mit noch was Verrückten. Ich kann jetzt mal aus meiner Sicht auf diesen Songtext beschreiben, dass man sagt, ich habe das Gefühl, dass die Liebe weiterzieht, dass sie noch auf was anderes geht als auf dieses, hier würde ich sagen, Ost-West-Thema, dass wir vielleicht dringend einen Schritt brauchen, um dieses Raster zu überwinden, in dem man sich definiert. Und was ich hier auch so in der Diskussion spüre, vielleicht gibt es ja was Drittes, ja, wo die Liebe hingeht und was man gemeinsam als was Kräftiges, Starkes in den Blick nehmen sollte oder in die Herzen nehmen sollte. Das ist für mich etwas, was aus dem Lied aufspricht. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, meine Güte, das steht ja in dem Buch. Das habe ich nämlich nicht in Erinnerung gehabt, dass auch Boris Buden diesen Song zitiert. Ja, das ist richtig, das ist unglaublich wichtig, diese Geschichte, und was da fremd ist. Und wie gesagt, ich bin kein Deutscher und meine Perspektive ist eine andere. Aber sogar ich kann in der letzten Zeit eine interessante Fremdheit hier in Berlin erfahren. Das muss ich sagen, dass ich in den letzten 10 oder mehr Jahren eigentlich kaum noch Deutsch rede, öffentlich, schreibe ich auch nicht mehr Deutsch. Das deutsche Sprache
nach diesem Buch für mich immer fremder wird, weil alles auf Englisch stattfindet. Eben die Kunst, der ganze Kunstbetrieb, was mein alter Freund, ein Künstler aus Vladimir Selimovic, sehr berühmt einmal Anfang der 90er gesagt hat, an Artist you cannot speak English, no Artist. Das sagt Ihnen, die eine andere Wahrheit, die weit über die Grenzen dessen, was deutsche Liebe, Liebe zum Osten, dem Westen, was überhaupt Deutsch ist. Sogar die deutschen Theoretiker, die Sprachwissenschaftler, Jürgen Krabbe, offen reden von der Revernakularisierung der deutschen Sprache. Das heißt, dass die deutsche Sprache, denn das ist die sogenannte Weltsystem der Sprachen, Hierarchie der Sprachen. Englisch ist natürlich die höchste Stelle. 60% aller Bücher in der Welt werden aus dem Englischen übersetzt. Dann Französisch und Deutsch, jeweils 10%. Und dann etwa spanische Sprache, ein Kontinent, sprich Spanisch. Weniger als 3% der Bücher werden auf dem Spanischen übersetzt. Man muss sich diese Hierarchie bewusst werden. Das heißt, dass, können Sie sich das vorstellen, dadurch, dass man in Deutschland Deutsch spricht, minorisiert man sich, wird man zum Fremden. Das sind neue Bedingungen, auch für Kunst, für Museen, für Geschichtsschreiben. Auf einmal ist die nationale Geschichte eine vernakulare Geschichte. Vernakular, das waren die Sprachen, bevor sie sich in das, was heute Nationalsprachen sind, hervorgehoben haben, hier in Deutschland im 18. Jahrhundert. So dass dieses Gefühl der Fremdheit ist sehr kompliziert, ist sehr heterogen. Und wie gesagt, man emigriert aus der eigenen Sprache im eigenen Land, um überleben zu können, um als Künstler anerkannt zu werden. Und Kunst heute ohne Diskurse, sprachliche Diskurse, funktioniert nicht. Reicht es nicht nur zu zeigen, wie schön das ist, sondern es muss etwas dazu geliefert werden, sodass eben die Liebe, which language speaks love? Welche Sprache spricht die Liebe? Das ist auch eine Frage und es kann sehr wohl sein, dass die Liebe die verschiedene Sprachen spricht in Deutschland. Man sagt Liebe auf Deutsch und dann kommt das Widerhall Love von der anderen Seite, das auch separiert. Ich könnte anknüpfen bei dem Thema der Fremdheit. Dieses Thema der Fremdheit ist ja letztlich auch verbunden mit einer Politik der Liberalisierung auf zwei Ebenen. Man kann das einerseits als eine Wirtschaftsliberalisierung, Neoliberalismus beschreiben, das ein Prinzip des Wettbewerbs und der Diversifizierung ist. Ja? Dinge, die früher eigentlich nicht in Konkurrenz zueinander standen, ich sage mal unterschiedliche Schulsysteme, ja? Wo wir früher davon ausgegangen sind, dass es gut ist, wenn alle gleich sind. Heute erleben wir, dass selbst das, was ein Gebot zwischen Firmen ist, etwas zwischen Schulen wird oder Universitäten. Dass Wettbewerb als ein Prinzip anerkannt wird, indem wir in dieses Prinzip einmünden, akzeptieren, dass es Verlierer gibt, dass es Eliten gibt, dass es Leute gibt, die es besser haben, die es nach oben schaffen. In einem Bereich, wo wir eigentlich für Egalität sein sollten, wo die Gesellschaft auch lange die Pflicht, dasselbe so zu regeln, empfunden hat. Nehmen wir das mal im Bereich des kulturell-politischen Linksliberalismus als eine Geisteshaltung, die aus den nobelsten Gründen heraus immer darum bemüht ist, extrem zu differenzieren. Ja? Diversity als großes Thema. Gender als großes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Genders inzwischen es gibt, neben männlich, weiblich, wie viele Zwischenstufen. Wie viele Bemühungen der Sache, super, super gerecht zu werden, indem man
immer differenzierter auf das jeweils Spezifische eingeht. Andreas Reckwitz hat darüber ein tolles Buch geschrieben, Gesellschaft der Singularitäten, wo er sagt, der gesamte Wettbewerb läuft darauf hinaus, dass was uns zukunftsfähig macht, nicht mehr das ist, was uns mit anderen verbindet, wo wir eine gemeinsame Stärke haben, sondern das, was uns von anderen unterscheidet. Wenn das das große Prinzip ist, entsteht ein unglaublicher Stress in der Gesellschaft und vor allem in der Mittelklasse, vor allem bei den Menschen, die Angst haben, dass sie dieses kosmopolitische Gebot differenziert, sozusagen wendig, präzise zu sein in diesem großen Geschäft der Unterscheidung, dass das etwas erzeugt, was ich im Umkehrschluss nennen würde, also einen unglaublichen Hunger nach Gemeinschaft, nach Gemeinsamkeit, nach etwas, was unbewegt bleibt, was eine Mitte bildet, was greifbar ist. Das halte ich für einen Teil der Dresdner Debatte, by the way. Ja? Das ist, das meine ich nicht abschätzig, sondern das meine ich als etwas, was über Dresden hinaus das gleiche Phänomen ist in ganz vielen anderen Debatten, zum Beispiel wie um die Volksbühne in Berlin. Ja? Das ist etwas, was mit einer Veränderung des Former West zu tun hat, wie sich eine Gesellschaft entsichert hat, die deshalb so bemüht ist, das, was sie noch verbindet, öffentlich zu verhandeln im Bereich der Kultur. Diese ganze Debatte ist eine Debatte, die ja nicht in der Politik geführt wird, sondern MeToo ist ein Thema, das wir über Hollywood entdeckt haben, als ein für unsere Gesellschaft wichtiges Thema. Das ist also eine Machtfrage, die im Feld der Kultur ausdiskutiert wird. Und das, glaube ich, ist eine große Verschiebung, wo ich sagen würde, da geht es nicht mehr darum, dass wir den Kanon neu betrachten, sondern es geht darum, dass wir die Werte neu betrachten. Und das ist die Debatte. Und die wird unsere Institution umformen. Die wird das, was wir im Museum und was wir in der Ausstellung nennen, verändern. Auch die Theater. Wenn es nicht mehr die Betriebe sind, wo ich ein Abo drauf habe, wo ich die große Weltliteratur sehe, sondern immer mehr Theaterleute machen Theater, weil sie den Finger in die Wunde legen und weil sie fragen, wie hältst du es mit Migration? Diese Frage sucht sich ihren Stoff. Und das muss nicht mehr das klassische Stück sein, sondern das kann eine Reportage sein, das kann eine Recherche sein. Und es ist nicht mehr der Kanon der klassischen Werke, der darauf Antwort gibt, unter anderem auch. Das heißt nicht, dass das alles nichts mehr wert ist, aber es heißt, dass die Akzentverschiebung in Richtung der Werte etwas ist, was, glaube ich, im Moment alles umbaut. Wie wir die Dinge betrachten, die da an der Wand hängen, woher das kommt, was das für ein Gespräch ist, was wir darüber führen wollen. Wenn wir da merken, es ist eigentlich ein Gespräch, was in Gang gesetzt werden wird, was ja hier in dieser Stadt extrem heftig geführt wird, finde ich. Wenn wir darum reden, erinnere mich, dass es auch ein Teil eines Buches, eine Analyse eines Museums in Budapest. Terrorkaiser heißt es auf Bulgarisch. Das Haus des Terrors. Vor 12 Jahren oder sowas war ich dort. Habe ich mich mit den Museen des Kommunismus in Osteuropa beschäftigt und analysiert, wie die Geschichten erzählt werden. Manchmal sind sie absolut katastrophal, wie in Prag, das Museum des Kommunismus. Total kitschig, lächerlich. Aber das Ambitiöseste war eben in Budapest. Und total ästhetisiert und der Titel, schon der Name des Museums sagt, es ist Terror. In der Vergangenheit gab es Terror. Natürlich, wie viel Terror? Zwei Totalitarismen, der faschistische und der kommunistische. Und eigentlich das Problem ist, dass sich das Konzept des Museums folgt eigentlich der offiziellen Ideologie der Europäischen Union. Das ist die bekannte Resolution aus dem Jahre 2009 von zwei Totalitarismen. Das heißt, es ist die Resolution über die gemeinsame europäische Legacy, Erbschaft, historische Erbschaft. Und die Geschichte sagt, also die These sagt, ja, Europa als Ganzes hat eine Erfahrung des Totalitarismus. Aber
wir im Westen haben nur einen Totalitarismus, nazifaschistischen, Varianten erlebt, während die anderen im Osten waren Opfer von zwei Totalitarismen, einen kurzen nazifaschistischen und langen kommunistischen Totalitarismus. Also müssen viel mehr arbeiten, sozusagen beide am Tragen am Rücken. Und dann habe ich das gesehen im Museum in Budapest und das war für mich in dem Moment, dieses Museum war Schock und es war mir klar, dass daraus nur ein Orban rauskommen kann. Natürlich, 90% waren die kommunistischen, also der kommunistische Terror dargestellt. Der faschistische Terror gab es in Ungarn gar nicht. Und dann habe ich etwas Interessantes entdeckt. Unterschiedliche Texte unter den Exponaten, Deutsch und Englisch. Im englischen Text kann man lesen, dass die Judengesetze noch 39 von Horthy in Ungarn eingeführt worden sind. Auf Deutsch nicht. Die deutsche Geschichte sagt, Ungarn bis 1944 war die einzige funktionierende Demokratie in Europa und dann kamen die Deutschen und töteten unsere Juden. Das war die Geschichte. Natürlich, hat nichts mit der Realität zu tun und ist so geschrieben, so auf Deutsch, weil man erwartet, da kommen keine Juden mehr, das ist nur für Deutsch. Im englischen Text hat man schon erwartet, dass da kommt jemand, der sich da auskennt. Und da sehen Sie die Wichtigkeit dieser musealischen Präsentation oder was man hier nennt, Vergangenheitsbewältigung, Verarbeitung. Heute, wie Ungarn heute ausschaut. Heute, nachdem George Soros als Jude rausgeschmissen wurde, in die Demokratie, noch in den 80er Jahren, dürfte er unter dem kommunistischen Totalitarismus, dürfte er seine radikal-liberale Idee mit dem Geld unterstützen. Heute nicht mehr. Und da frage ich mich, was passiert da um uns herum? In Deutschland ist für mich, und ich habe auch diese Erfahrung, ist noch immer eine Blase der Harmonie. In Deutschland scheint es doch immer, dass alles super funktioniert. Die Ehe zwischen Demokratie und Kapitalismus, auch der liberale Kapitalismus, ist mehr oder weniger noch immer harmonisch. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Aber draußen, um uns herum, und zwar nicht dort, wo die Kriege jetzt geführt werden, sondern hier in Polen, in Ungarn, die Situation hat sich inzwischen radikal geändert. Und wir wissen nicht, wohin das genau war. Wie gesagt, im Buch habe ich diesen Schock erlebt in diesem Museum. War komplette Lüge. Aber diese Lüge hat funktioniert, hat überlebt, ist jetzt an der Macht. Ja, für mich ist sozusagen, dass die Mauer gefallen ist, immer auch so eine Erzählung, die sich festsetzt, die eine Haltung etabliert. Das beschreibst du eigentlich sehr schön in deinem Buch, Willkommen im Bestehenden. Das ist sozusagen das optimal zu Erreichende, dass man das auch anders sehen kann oder dass überhaupt die Geschichte gar nicht die Realgeschichte in ihrem Verlauf diesen Anspruch hatte, einfach nur der Westen zu werden, jedenfalls mehrheitlich nicht, dass das nicht der Antrieb war der ersten Proteste, ja, jenseits der Ausreisewelle natürlich. Das kommt heute in unserer Art, uns selber in unserer Geschichte zu betrachten, nicht mehr vor und ist auch das Ergebnis sozusagen von einer Art von Erzählung, die irgendwo an der Wand steht und die wir für das Selbstverständliche halten. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was die Aufgabe von Institutionen im Moment ausmacht, da wo sie interessant werden, stärken sie eigentlich immer Gegenerzählungen. Stärken sie die Erfahrung von etwas,
dass ich sozusagen als eine Art von Ambivalenzkultur oder Ambivalenzerfahrung beschreiben würde, wo man tatsächlich rein verstrickt wird in das Widersprüchliche, dass man die Dinge eben auch anders sehen kann, aus der Sicht derer, die man in der Regel für die Verlierer von Geschichte hält, und diese marginale Sicht oft tatsächlich ein ganzes Stück Wahrheit zutage fördert, im Gegensatz zu der vereinfachten Variante. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie sich auch im Osten zur Wende ein ganz tiefes Bedürfnis haben, so viel wie möglich, so schnell wie möglich abzustreifen? Also dieser Siegerpathos sozusagen, dass der Westen, ist natürlich irgendwie der Sieger Westen, ich will das nicht in Frage stellen grundsätzlich, aber der Osten hat sich auch, ich sage jetzt mal, bei den zu Verlierern gemein über Bord geworfen. Und jetzt kann man sagen, okay, es waren falsche Versprechungen, oder es waren falsche interpretierte Versprechungen, oder es waren unerfüllte Hoffnung, 10 Jahre danach kann man das auch wieder revidieren und sagen, okay, wir haben was falsch gemacht, wir wollen das anders. Aber ich würde es jetzt nicht so ganz stehen lassen wollen, dass es nur sozusagen irgendwie eine Bewegung, die vom Westen den Osten sozusagen überrannt hat. Also ich sag mal, die Sachen sind ja von Westdeutschland gekauft worden. Die ganzen anderen Sachen sind verschwunden, die Kultur, die Alltagskultur, sag ich mal. Es war ja auch ein ganz starker Drang, also so viel wie möglich schnell über Bord zu machen. Ich fand das total interessant, dass es noch nie so viel DDR-Schokolade, DDR-Wein, DDR, also sozusagen von den Marken her, gibt wie jetzt, 30 Jahre später. Also dass das, was man im ersten Moment wirklich lieben gerne über Bord geworfen hat, wenn man das andere wollte, dass das aus irgendwelchen Gründen gibt es wieder Fetti-Schokolade und es gibt also gibt's diese ganzen seltsamen Brotstern-Firmen. Das ist etwas, wo ich... glaube, dass das auch Teil einer Reparaturbewegung ist, dass man sagt, es ist eigentlich schade, dass das verschwindet, als ein Teil meiner Geschichte, obwohl das wahrscheinlich schon Leute sind, die wesentlich jünger als ich sind und das vielleicht nur noch aus der Vermittlung ihrer Familien kennen. Aber es ist vollkommen richtig, dass, glaube ich, die Idee vom dritten Weg, von dem, was man nicht sofort als den Anschluss oder die Übernahme des Systems bewerten möchte, dass das eine Minorität war. Und dass es tatsächlich 89, ich würde sagen, in der Tat ein Abstreifen war, auch ein Abstreifen von etwas, was man ja als eine Einschränkung in der eigenen Lebensfreiheit so schmerzlich erlebt hat, dass das aufhört, war ja der ganze Antrieb, glaube ich, für viele Leute, da überhaupt auf die Straße zu gehen und sich zu artikulieren, zusammenzuschließen. Aber das heißt eigentlich nicht, das ist das ganze Thema von Zone des Übergangs und dem Buch von Boris Bohn, dass die Dinge, die damals erfunden wurden, über Nacht sozusagen obsolet werden sollten. Und mein Beispiel, es gibt zwei interessante Anekdoten. Ich treffe seit einiger Zeit einen McKinsey-Berater aus New York, der nicht nur mich, sondern auch verschiedene andere ehemalige DDR-Leute besucht und sagt, es ist ganz klar, der hat so eine Art runden Tisch wieder gegründet, immer wenn er da mal eben in Europa, vor allem Berlin ist, und sagt es ganz klar, dass das, wie Kapitalismus sich entwickelt, das führt zur Zerstörung. Das wird nicht so weitergehen und eigentlich ist McKinsey ja so eine Art von Reparaturstaffel, die wo der Betrieb Probleme hat, gerufen werden, um es irgendwie hinzukriegen. Und was wir im Moment sehr studieren, sind Systeme, wie hat man das da gemacht, wo es keinen Markt gab? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, die denken einen Schritt weiter in einem Bereich, der bei uns ja vollkommen tabu ist. Das ist nicht so, dass wir in unserem Land in die eigene Geschichte zurückschauen und sagen, was gibt es denn eigentlich für Momente, die unabhängig vom Markt sind? Das gibt es als ein Teil der linken westdeutschen Emanzipationsgeschichte, die genossenschaftlichen Modelle und so, also nicht, dass es das nicht ganz gäbe, aber die McKinsey-Typen kommen auf einmal und gucken, wie war das in der Mongolei, in der DDR, was haben die für Wege gefunden, wie man Probleme lösen kann ohne Markt. Super Thema Kunstmarkt in der DDR, den es ja nicht gab. Wie kann sich ein Kunstsystem 40 Jahre gehalten haben ohne Markt? Das ist ja eigentlich heute gar nicht mehr zu begreifen, wie abenteuerlich, wie interessant ein System von Galerien, Museen, Ausstellungshäusern, Kunsthochschulen, auch Sammlungen war,
ohne die Vermittlung eines Marktes. Und das sind, also um darauf zurückzukommen, das sind Dinge, wo ich sagen würde, die sind natürlich vielleicht gar nicht so absichtlich weggeworfen worden, sondern die sind auch irgendwo abhanden gekommen oder nicht mehr überlebensfähig gewesen. Und für meinen Geschmack entsteht im Moment eine ganz neue Aufmerksamkeit und Interesse an diesen Alternativgeschichten, an, die man nicht heroisieren sollte. Ich weiß, dass das nicht das Allheilmittel wäre, aber dass man das als ein Schatz kultureller Erfahrungen wiederentdeckt, bis zur Schokoladensorte. Ja, dass es da auch mal was gab, was anders geschmeckt hat, was interessant ist. Ja, so wie viele Systeme, die in der DDR entwickelt wurden, oder in Jugoslawien, ja, das ist ein super interessantes Beispiel. Da gab es sogar Marktwirtschaft, die anders funktioniert hat. Das zu wertschätzen und nicht einfach in die Ecke zu schieben und zu sagen, hat nicht funktioniert, habt ihr ja gesehen, 89 kamen die alle rüber und wollten ein Kürzungsgeld. Das ist nicht die ganze Wahrheit der Geschichte. Also ich sag mal salopp, wir haben ja in Dresden nicht das Problem mit denen, die Veränderung wollen, wir haben das Problem mit denen, die keine Veränderung wollen. Also sozusagen, wie ich sehe das gar nicht als Problem, wenn Sie sagen, es gibt gute Modelle, wir müssten da offener sein, da bin ich der Erste, der hinter Ihnen steht. Aber das Problem, was wir im Augenblick haben, ist, dass wir Leute haben, die eigentlich, habe ich das Gefühl, sie wollen alles so wie früher. Ja, also sozusagen um die Veränderung habe ich, vor Veränderungen habe ich ja überhaupt keine Angst. Ja. Das ist ja sozusagen das, was die Welt umtreibt. Wir werden keine Zeit erleben und keine Zeit finden in der Menschheitsgeschichte, die ohne Veränderung rausgekommen ist. Kurze Antwort. Das, was Sie wollen, das, was früher war, können Sie nie kriegen. Das ist schon die Antwort, das reicht schon. Wie Sie eben diese Wille artikulieren, in welcher Form, ist das jetzt eine Nostalgie oder irgendeine Form des politischen Protestes, das ist eine andere Frage. Aber kein Weg führt zurück. Eine andere Geschichte ist, ob man aus der Vergangenheit, aus der Geschichte was lernen kann. Und das ist, ob man aus diesen untergegangenen Welten was lernen kann. Im ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel, das war Marktwirtschaft, Selbstverwaltungssystem, eine Fabrik oder ein Hotel, war nicht Eigentum des Staates. Das heißt auch, dass eine Intendantin eines Theaters oder eines Museums die Arbeit gesorgt, haben sie einen ausgesucht oder eine ausgesucht. Nicht der Staat. Das ist eine andere, ganz eine andere Erfahrung. Und dafür haben jetzt vor ein paar Jahren in Italien die Theater protestiert. Sie wollten nicht mehr stimmen, wer da die Intendantur übernimmt. Die Vergangenheit, die Geschichte, selbst die traumatische Geschichte, ist voll von verdrängten Wissen und Erfahrungen. Aber schon 1990, Jürgen Habermas definiert das, was wir die Wende nennen, als die nachfolgende Revolution. Das ist die These, dass die Menschen im Osten durch die Revolution jetzt in der Lage sind, das Versäumte nachzuholen. Das heißt, dass retroaktiv definiert die Geschichte oder die Vergangenheit der DDR als die Geschichte einer Verspätung, konstanten Verspätung. Und das, was die Geschichte der Verspätung ist, ist wertlos. Also, der Osten hat eine Geschichte, sie ist aber wertlos. Sie ist in diesem Konzept etwas, wovon man nichts lernen kann, sondern etwas, was man möglichst vergessen soll, um das Versäumte nachzuholen. Natürlich, das ist ein klassischer anthropologischer Blick. Der andere wird nicht nur an einem anderen Ort gesehen, sondern auch in einer anderen Zeit. Nicht gleiche. Oder was Bloch damals, die Ungleichzeitigkeit dieser Welt. Würde ich noch ganz kurz auf die Bemerkung oder auf die Frage was sagen wollen, weil ich verstehe das sehr gut. Mir geht es zum Teil sogar ganz genauso, dass ich das stimmt schon, die Leute, die
Eine Veränderung wollte ich, ist auch ein bisschen eine Denunziation, aber die sind jetzt inzwischen schon gegangen, weil mit dir reden wir gar nicht über die Sache. Und was ist die Sache? Das ist vielleicht auch eine Unterstellung, sind diese Kränkungen. Ist irgendeine Kränkung, dass man sagt, komm nicht mehr vor. Oder das, was mir wichtig ist, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, das wird nicht mehr gesehen, das hat keinen Platz mehr. Und da gibt es ein, ich würde sagen, auch hier in Dresden gibt es ein Recht zu sagen, das soll jetzt nicht bestehen. Das hat eine große Berechtigung. Und jemand wie Martin Roth war jemand, der in diese Stadt immer so ein Gefühl abrufen konnte, und den auch sehr gut, der die Boje-Aufstellung zusammen mit Berlin gemacht, ich kenne ihn aus London. Das war immer jemand, der sozusagen als erstes Stolz gegeben hat, als erstes Bestätigung gegeben hat, als erstes die Größe sozusagen bescheinigt hat. Das war jemand, der sozusagen in der Hand nach oben zieht. Ja? Und das ist eine Geste, die tut natürlich auch sehr gut. Und wenn die da ist, hat man das Gefühl, da kann man auch ein ganzes Stück mitgehen, jetzt wird einem nichts mit weggenommen. Was wir erleben in der Art, wie wir jetzt, glaube ich, hier gerade sprechen, sei ja auch eine eigene Interesse, ist ja vielleicht auch etwas, was sozusagen eine Sprache wegnimmt, was eine Selbstverständlichkeit wegnimmt, was erstmal furchtbar kompliziert wird. Und diese Situation zu vermitteln, ist für mich auch tatsächlich sehr schwer. Als ich zum ersten Mal hier in Dresden eingeladen war, habe ich danach auch so ein Feedback von einer Künstlerin hier aus der Stadt bekommen. Ja, aber man muss doch sagen, dass diese Bilder nicht alle verschwinden dürfen. Und ich glaube, es hat überhaupt niemand gesagt, dass diese Bilder alle verschwinden sollen. Das ist ja gar nicht die Politik. Das ist ja nicht das, was hier gerade stattfindet. Meiner Meinung nach. Ja? Sondern es werden andere Bilder gezeigt. Es wird eine andere Perspektive auf das, was Sammlung, Bestand, Geschichte ist, geworfen. Ohne den Stolz zu negieren, ohne zu sagen, das ist was Besonderes. Das Panorama, das Spektrum ist breiter. Ja? Die Farbigkeit ist eine andere Komposition, die wir plötzlich mit dem, was Dresden in der Geschichte war oder sein könnte, verbinden. Und trotzdem wird es erfahren als eine Entfremdung. Als eine Entfremdung von dem, was man als das eigene empfindet. Und das ist, glaube ich, das wirklich kompliziert. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich merke, dass die Kränkung und die Bitternis, ja, dass die aus so einem Nährgrund kommt. Und das ist vielleicht auch wirklich nur durch Zeit und Erfahrung zu heilen, die sagt, dass man das Wertvolle halt schon in einer gewissen Weise teilt, aber in anderen Feldern sieht, als man das zuvor gewohnt war. Also das wäre mein Feedback. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Stadt, die so viel Veränderung, so viel Bewegung hervorgebracht hat, Dresden eben auch. Ja? So viel experimentelle Künste, so viel auch unbestechliche. Ja? Dass es doch ja mal schade wäre, wenn wir dieses Selbstvertrauen verlieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Dresden immer auch eine Stadt der Innovation war. Und zwar zeigt im nächsten Jahr Kandinsky, Mondrian, Lissitzky eine Ausstellung, die nochmal ganz klar macht, dass hier in den 20er Jahren, also Jahre vor Hannover, ganz revolutionäre Raumentwürfe entstanden sind. Zum Beispiel die Abstraktbahn, auch die abstrakte Tradition ist ja hier in Dresden durchaus auch verankert. Ne? Was war da hinten noch eine Frage? Herr Rehberg. Ja, ich will keine Frage stellen, sondern einen Kommentar machen. Das klang jetzt sehr gemütlich, dass die Bilder nicht verschwinden sollten. So war das, glaube ich, nicht. In vielen Museen sind diese Bilder verschwunden. Das hat ein Journalist ganz schön mal beschrieben als die Wände an den Wänden. Und das hängt zusammen mit einem ganz komplizierten Prozess, der ja hier zum Teil auch angesprochen worden ist. Und ich will jetzt diesen Prozess nicht nachvollziehen. Ich will nur sagen, so einfach ist das nicht. Was bei dem Bilderstreit tatsächlich eine so große emotionale Rolle spielt und manchmal auch dieses bloße Wiederentdecken wollen dessen, was man kennt, was vielleicht dann auch kein hinreichendes Konzept ist, hängt zusammen mit dem, was Sie, glaube ich, sehr schön gesagt haben, nämlich ein Unterlegenheitsgefühl, das nicht unbegründet ist. Ein Unterlegenheitsgefühl, das dadurch zustande kam,
dass die Revolution, dass die Auflösung der alten Ordnung, die ja im Kontext des Zusammenbruchs der Sowjetunion geschehen ist, die ist ja nicht autonom hier geschehen, aber immerhin, sie ist aktiv in den verschiedenen Ländern geschehen, so auch hier, dass die Hoffnungen, die damit verbunden waren, etwa die Debatten am runden Tisch, am sogenannten, über die Verfassung und all das, schnell beiseite geschoben wurden, zugunsten einer, ich nenne das immer Überlagerung. Das hat historisch auch Gründe, weil wahrscheinlich das Zeitfenster, wie man heute sagt, in Moskau für eine Vereinigung ungemein kurz war. Aber das soll nicht überdecken, dass tatsächlich diese Überlagerung stattgefunden hat. Und der Bilderstreit ist deswegen so interessant, weil er diese vielen diffusen Unbehaglichkeitsgefühle, dieses sich nicht beteiligt fühlen, noch einmal in ein Thema gebracht hat, das öffentlich verhandelt wurde. Also ich nenne ihn deswegen auch immer den stellvertretenden Diskurs über die Wiedervereinigung. Nicht, weil es um die Bilder immer geht, sondern weil die Bilder ein Symbol dafür sind, wie eine Umwertung von außen, von oben stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und wenn man jetzt so nett sagt, ja, also man sollte sich doch an das Frühere erinnern, wie ging das eigentlich mit der Kunst ohne Markt? Ja, das ist ganz klar, es gibt ein Auftragssystem. Aber wenn man dann die Geschichte des Auftragssystems sieht, dann sieht man, wie viele Spannungen, wie viele Ablehnungen des Auftrages zugleich mit dem Interesse am Auftrag verbunden waren, wie viel Autonomisierung bei den Künstlern sich durchgesetzt hat, obwohl sie natürlich Aufträge und Ankäufe haben wollten und so weiter und so weiter. Und nur ein letzter Satz. Als ich 1993 begann, Künstlerinnen und Künstler zu interviewen zu diesem Umbruch, da sagten ganz viele, und es hatte überhaupt nichts zu tun mit der Stellung zum Staat. Deswegen ist das auch ein bisschen verkürzt, weil man sagt, das ist ja eine Staatskunst. Es ist eine Kunst in einem politisch überformten Gesellschaft, zweifelsfrei. Der Staat war ungemein wichtig. Also viele Künstler sagten, mehr oder weniger, jetzt hat die Kunst keinen Sinn mehr. In einem pluralistischen System hat sie keinen Sinn mehr. Jetzt kommen diese ganzen Leute, die sagen, es ist alles subjektiv, sind Positionen und so weiter. Und ich dachte, ich habe es nicht gleich verstanden, wieso soll die Kunst keinen Sinn haben? Ich kam aus dem kapitalistischen Aachen, da hatte die auch einen Sinn. Warum hat sie hier keinen mehr? Weil, das war das Geheimnis, weil der zentrale Sinn weg war, der noch die Gegner mit Sinn versorgte. Und ich glaube, dieser tiefe Umbruch, der ist so durch eine gemütliche Erinnerung, man könnte doch auch mal an die Vergangenheit wieder anknüpfen, nicht getan, sondern man muss die Strukturveränderung mit unter diesen Bedingungen verstehen. Und dann versteht man auch manche Verbitterung, finde ich. Ein kleiner Beitrag, weil die Frage ist sehr kompliziert und langsam verständlich, worum es da in diesem Bilderstreit geht. In Kroatien, Anfang der 90er Jahre, wurden buchstäblich 3500 Denkmäler zerstört. Organisiert von der kroatischen Armee mit Sprengstoff, darunter die besten abstrakten Denkmäler. In diesem Jahr in New York in MoMA ist eine große Ausstellung, da kann man das sehen. Das, was MoMA jetzt zeigt, wurde von den Demokraten, von der demokratischen Regierung in Kroatien, die vom Westen und besonders von Deutschland unterstützt wurde, zerstört. Und zwar, wenn ich sage zerstört, heißt es mit Sprengstoff. Einige Denkmäler haben sie 3 Tage systematisch mit Sprengstoff zerstört. Und das sind die echten Ruinen der abstrakten modernen Kunst. Der abstrakten Kunst. Weil in England, das macht in die abstrakte Kunst, hat man gesagt, war Staatskunst. Und die neu figurativen, wahnsinnigen Nationalisten, sie haben die Abstraktion die Pest gehasst. Sie haben in der abstrakten Kunst der reine kommunistische Totalitarismus gesehen. Also Erfahrungen sind sehr, sehr kompliziert, aber
Hier redet man von Vergessen, von der Verdrängung. Es gab eine Geschichte von der Zerstörung. Also viel brutal. Ich glaube, dass ich das nicht sozusagen idealisieren wollte, das sollte ich jetzt einfach nur als eine Alternative, als ein anderes System mal beschreiben, dass die Kunstwelt, um es mal so zu sagen, in einem anderen, ja, in einem anderen Betriebsmodus funktioniert hatte. Natürlich auch, man denkt nur an das Theater, seine großen Unfreiheiten produziert hat, wie viele Stücke eben verboten oder nicht aufgeführt würden, Leute aus einer Akademie ausgeschlossen wurden, das zählt dazu, das will auch keiner vergessen. Trotzdem ist diese historische Realität heute schon fast so fantastisch aus dem Abstand betrachtet, wie das mal war, dass Betriebe Künstler beauftragt haben, dass es eine ganz andere Tradition der angewandten Künste gab, auch gerade hier in Dresden sehr interessant. Und die also sozusagen dieses Staunen, das haben ja eigentlich nur noch sehr wenige Leute. Darauf will ich hinweisen, es ist eben nicht mehr bekannt. Es ist gar nicht so, dass wir uns dafür intensiv interessieren, sondern es sind wenige Leute, die sich dafür interessieren. Und dann mein Beispiel im Palast der Republik, das ist eigentlich der Wahnsinn, dieses Gebäude abzureißen. Und jetzt stürmen die Massen das Museum Barberini, wenn man da die 7 von Fritz Krämer in Auftrag gegebenen Palastgemälde wieder ausstellt. Und das hat nichts mit der Kunst zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Werke so einzigartig und toll vielleicht. Ja? Aber ich glaube, bei der Breitmasse hat das nichts mit der ästhetischen Qualität dieser Arbeiten zu tun, sondern mit dem puren Protest ihres Überlebens, den das darstellt, dass das gezeigt werden kann. Und dass inzwischen auch DDR-Kunst tatsächlich ein eigener Markt geworden ist. Ja, dass es Sammler gibt, die große Sammlungen anlegen davon, das ist heute eine Entwicklung, die hätte man, glaube ich, nicht vorausgesehen. Ja, es ist nicht wirklich einfach, den Überblick zu behalten, mit diesen vielen Anregungen, die geben, die aus dem Publikum kommen, die eben mit dem besagten Beispiel der Steifung abstrakter Denkmäler, die mit dem Palast der Republik. Und das lässt mich denken an die Situation des Museums, in dem wir hier sind, im Alpinum, in seiner räumlichen Umgebung in der Stadt. Wenn wir mal sehen, was in den letzten Jahren passiert ist, dann habe ich das Gefühl, dass dieses Museum räumlich in eine Isolation gerät. Nämlich jetzt ist nur mit dem Einzug der letzten Decke am Neumarkt die Verbindung der Stadt vom Altmarkt mit seinen Zeichen der jüngsten Geschichte unterbrochen. Es ist nur ein komplett eigenes Bild um den Neumarkt entstanden und im Randbereich, sehr weit entfernt von der Stadt, existiert dieses Museum. Also ein altes Haus mit einer Renaissance-Fassade, aber einen anderen inneren Anspruch. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung, die mir noch nicht richtig aufgebrochen ist. Ich mache mir da Sorgen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir würden ganz gerne zum Schluss kommen. Ich habe gemerkt, dass doch noch sehr viel aufgestaut ist, was wir, glaube ich, erstmal herauslassen müssen, bevor wir dann wirklich uns ganz inhaltlichen Themen widmen, wie wir das eigentlich heute tun wollten, wo es ja wirklich auch um die Publikation gehen sollte. Ich verstehe das aber und es wird diese Termine ja auch geben und ich glaube, da werden wir auch streiten müssen, da wird es auch um Emotionen gehen müssen. Das ist dann aber das Format, das wir tatsächlich auch als Gespräch titulieren, wo wir wirklich miteinander und vor allen Dingen mit dem Publikum natürlich Impulse für das Gespräch erhalten wollen. Das gesamte Programm finden Sie jetzt schon oder bald auch auf unserer Homepage. Wir werden auch nochmal Informationen versenden und wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen. Ich danke von Herzen Boris Buden, der gar nicht so richtig wusste, was hier eigentlich los ist, glaube ich. Und natürlich Thomas Oberende, der es ja von Anfang an sehr eng mitverfolgen konnte. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für das Mitdiskutieren und wünsche uns noch einen schönen Abend. Vielen Dank.